Klopf, klopf. Stille legt sich erstickend auf das Land, die Republik wirft sich in Falten. Unsere Masken sitzen perfekt, ein Volk verhält sich korrekt. Und aus den Skizzen werden Schatten, die Schatten sie gewinnen an Gestalt. Und alles ohne Gewalt. Denn es besteht kein Grund zur Aufregung, alle Maßnahmen zur Beseitigung der Störung und ihrer Folgen sind längst schon im Gange. Bleiben Sie ruhig. Es dauert nicht lange. Doch, 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 das dauert viel zu lange. Ich habe seit Mitte März, konnte ich nicht spielen. Seit Mitte März, nix. Auch finanziell, scheiße. Ich habe schon überlegt, ich mache sowas wie Fipsi Amthor oder Gutenberg, so mit Wirecard oder so. Jetzt habe ich eine Überweisung gekriegt wegen Mehrwertsteuerrückerstattung, 58 Cent. Muss ich noch versteuern, aber ich glaube, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Der Vater war die ganze Zeit zu Hause bei der Familie, unerträglich. Ich habe den Kindern das Lego weggenommen, damit ich selber spielen konnte. Dann habe ich nicht gemacht Home Office, sondern Home Cabaret. Die Familie saß am Tisch, ich bin aufgestanden und habe gesagt, herzlich willkommen, I love to entertain you. Ich bin Andreas Rivas, herzlich willkommen bei Ich helfe gern. Die Kinder haben gefragt, okay, kriegen wir das Lego wieder? Meine Frau hat sich die Sonnenbrille aufgesetzt, ist rausgegangen, hat gesagt, zum Schlussapplaus bin ich wieder da. Wir haben doch Nachbarn, ich habe doch ganz viele Nachbarn. Weißt du, ich habe ja kein Eigentum, weil ich Sozialist bin, ich miete. Und da sind andere Nachbarn, die sind ähnlich drauf. Und das ist der Herr Hacker, der ist verheiratet mit einer geschiedenen Pschorr. Und die haben ganz schlechtes Internet. Und die Alte hat wohl einen Kurs gemacht, also online und zwar Inline-Skating. Und der Alte hat gesagt, warum machst du das nicht outdoor? Die haben, auf jeden Fall war zu wenig Netz. Sie hatten zu wenig Netz, weil das wahrscheinlich irgendwie irgendwas ist, G5, Chinesen, irgendwas. Und die haben sich so gestritten, wer mehr Daten kriegt, dann hat er ihr irgendwann ein blaues Auge gehauen. Das konnte man ja auch lesen, dass die häusliche Gewalt so zugenommen hat. Ne? Und dann wollte sie raus, hat er gesagt, aber setz dir eine Sonnenbrille auf. Dann geht die raus, trifft meine Frau und meine Frau sagt, ist ihr Mann Kabarettist? Das sind diese Verwerfungen, verstehst du? Nein, es sind ja ganz gruselige Zeiten. Ich meine, kein Stierkampf in Pamplona, keine Oper in Verona, selbst der Puff in Barcelona, dicht. Du, ich habe ja am Anfang geglaubt, das ist eine Zahnpasta. Irgendwas von Colgate. Mein Freund Flü aus Wien hat gesagt, nee, das ist eine Burschenschaft, das ist eine schlagende Verbindung. Bis man dahinter gekommen ist, was das eigentlich war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mit Politik, mit denen wollte ich nicht tauschen. Ne? Da war ja auch viel operative Hektik. Sie wissen nicht, was sie tun, aber sie tun, was sie können. Opposition fand praktisch nicht statt. Ja. Sprachlos, weil machtlos. Irgendwann hat der Habeck angefangen, mit Pferden zu sprechen. Ja, interessant wird es, wenn sie antworten. Die FDP gibt es nur noch als PDF. Und Söder und Laschet machen Bella Figura. Jetzt hat doch die Familie vom Laschet festgestellt, dass sie Nachfahren sind von Karl dem Großen.
Weil sie wissen, wo Aachen liegt. Nein, nein, das ist also, wir sind ja umgeben von Deppenmagneten.